Herren hier im Saal und am Livestream. Herzlich willkommen im Namen der Friedrich-Ebert-Stiftung zu unserer Ringvorlesung Der demokratische Staat. Ich möchte, oder der moderne Staat, die heutige Vorlesung heißt Der demokratische Staat, so rum. Ganz herzlich begrüßen möchte ich auch das Mitglied der Friedrich-Ebert-Stiftung, die ehemalige ÖTV-Vorsitzende und EU-Kommissarin Monika Wulf-Mathies. Schön, dass du heute Abend da bist. Wir freuen uns immer, wenn wir bekannte Gesichter sehen. Die heutige Ringvorlesung, die heute startet, ist ein gemeinsames Projekt der vieler Kooperationspartner in dem Fall, nämlich einerseits der Friedrich-Ebert-Stiftung zusammen mit dem Institut für politische Wissenschaft und Soziologie der Universität Bonn. Zugleich ist heute eben der Willy-Brandt-Vortrag, den die FIS in Kooperation mit der Universität Bonn sowie mit der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung und dem Willy-Brandt-Forum in Unkel durchführt. Viele Institutionen, gleich werden Sie noch einige Grußworte hören von unseren Kooperationspartnern. Ich freue mich, dass wir die Ringvorlesung und den Willy-Brandt-Vortrag wieder miteinander verbinden können. Die Ringvorlesung hat schon eine längere Geschichte. Sie ist eine erfolgreiche Kooperation zwischen dem Institut für politische Wissenschaft und Soziologie unter Leitung von Professor Frank Decker. Und wir haben uns in den letzten Jahren mit vielen wichtigen Themen beschäftigt. Angefangen haben wir mit dem Thema der wachsenden Ungleichheit in Deutschland. Wir haben im Jahr 2017, wir haben im Jahr 2018 aus Anlass des 200-jährigen Jubiläums von Karl Marx gefragt, was Karl Marx uns für die heutige Zeit eigentlich noch sagt. Wir haben im Jahr darauf über die Zukunft der Demokratie gesprochen, im folgenden Jahr über Utopien für ein besseres Morgen und im vergangenen Jahr haben wir eine besondere Vorlesungsreihe zur Ehren des Wirken Willy Brandts gestartet, auch aus Anlass des 50-jährigen Jubiläums des Friedensnobelpreises. Ich weiß nicht, ob der Ton stimmt, der ist immer mal wieder weg, aber ich rede einfach laut. Gut, wir führen diese Ringvorlesung durch, um auch eine Brücke zu schlagen zwischen dem wissenschaftlichen Diskurs und dem allgemeinen politischen Diskurs, um beides miteinander zu verbinden und in den Dialog zu kommen. Die Ergebnisse werden regelmäßig für die Nachwelt gesichert, einmal als digitales Videoarchiv und aber auch in Sammelbänden des Bonner Dietz Verlages, bei dem die Autorinnen, Autoren und die Vortragenden zu Wort kommen natürlich, aber bei dem wir auch noch weitere Autorinnen einladen, Beiträge zu liefern. Wir konnten sehr viele prominente Vortragende in den letzten Jahren für diese Ringvorlesung gewinnen. Ich möchte nur ein paar ausgewählte Namen nennen, den britischen Politikwissenschaftler Colin Crouch zum Beispiel, die Ungleichheitsforscherin Kate Pickett, aber auch die deutsche Autorin Julia Friedrichs, viele werden sie kennen, auch aufgrund ihrer vielen Bücher zur Ungleichheit in Deutschland. Den Soziologen Oliver Nachtwey, den britischen Publizisten Paul Mason und die ehemalige Bundesentwicklungsministerin Heidi Wieczorek-Zoll, um nur einige Namen zu nennen. Es lohnt sich also, in das Videoarchiv zu schauen und auch die Sammelbände des Dietz Verlages sich mal zuzulegen. Wir freuen uns über den großen Zuspruch und wir freuen uns auf die Fortsetzung dieser Ringvorlesung. In diesem Wintersemester wollen wir uns, wie gesagt, mit dem Thema der moderne Staat beschäftigen. Der Staat war ja lange Zeit nicht so in Mode, gerade in den 90er Jahren war eigentlich das Buzzword sozusagen die Zivilgesellschaft. Aber der einst abgeschriebene Staat ist wichtiger denn je, gerade angesichts von Krisen, die wir alle in jüngster Zeit erlebt haben. Ich meine zum einen die Wirtschafts- und Finanzmarktkrise, die gezeigt hat, dass der Markt nicht automatisch zu den besseren Ergebnissen führt, sondern teils auch zu tiefen sozialen und gesellschaftlichen Verwerfungen. Ich meine aber auch die Pandemie, die Ungleichheit nochmal verstärkt hat, sowie natürlich auch der Klimawandel oder die Klimakrise, die wir
nur mithilfe staatlicher und zwischenstaatlicher Anstrengungen gestalten und möglichst zum Guten wenden können. Und nicht zuletzt auch der Krieg gegen die Ukraine hat gezeigt, dass wir einen handlungsfähigen Staat benötigen für die Landes- und Bündnisverteidigung. Für die kommende Ringvorlesung gibt es einige zentrale Leitfragen, die den 6 Vorträgen, die wir im Dezember und Januar hören werden, zugrunde liegen. Einmal, was zeichnet einen modernen und handlungsfähigen Staat eigentlich überhaupt aus? Welche Ressourcen braucht er und welche Reformen? Wie kann der Staat effektiv und partizipativ sein? Und welche Macht braucht der Staat? Wie wird sie vergeben? Wie wird sie kontrolliert? Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, sich darüber nochmal grundsätzlich auszutauschen. Man sieht ja auch angesichts der Pandemie und der Krisen immer wieder Befürworter eines eher autoritären Staatsverständnisses, weil gesagt wird, das ist effizienter. Bloß, das mag auf die kurze Sicht so sein, auf die mittelfristige und lange Sicht, glaube ich, muss man da ein Fragezeichen dahinter machen, gerade wenn man sich zum Beispiel die Bewältigung der Pandemie in China, in der Volksrepublik China, vor Augen führt. Daher heute der Auftakt mit Professorin Gesine Schwan zum demokratischen Staat. Nachdem im vergangenen Wintersemester die Ringvorlesung ganz im Zeichen Willy Brandts stand, anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Friedensnobelpreises, wollen wir in der Diskussion über den modernen Staat am heutigen Abend daran anknüpfen mit dem Willy Brandt-Vortrag. Diesen wollen wir in Kooperation mit dem Institut für politische Wissenschaft und Soziologie der Uni Bonn, aber eben auch mit der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung und dem Willy-Brandt-Forum in Unkel zusammen jährlich durchführen. Wir sind als Friedrich-Ebert-Stiftung der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung sehr eng, auch institutionell verbunden, denn unser Archiv der sozialen Demokratie beherbergt auch das Willy-Brandt-Archiv. Und insofern sind wir durch Willy Brandt eigentlich verbunden, was ein schöner Anlass ist, heute Abend auch die Kolleginnen und Kollegen hier zu begrüßen. Ich freue mich, dass wir von nun an gemeinsam das jedes Jahr durchführen werden, den Willy Brandt-Vortrag und insbesondere sein Wirken für Demokratie und Frieden und seine Einflüsse auf unsere heutige Gesellschaft in den Blick nehmen werden. Unser ganz besonderer Dank gilt Ihnen, Professor Dr. Dieter Dowe, Vorstandsmitglied der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung. Und Sie haben jetzt das Wort. Ich wünsche uns allen einen spannenden Vortrag. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Professor Schwan, sehr geehrte Frau Dr. Fandrich, sehr geehrter Herr Professor Decker, sehr geehrter Herr Bühlefahr als Leiter der Bürgerstiftung Unkel, liebe Monika Wulff-Mattis und liebe Freundinnen und Freunde Willy Brandt. Im Namen der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung begrüße ich Sie sehr herzlich zum Willy Brandt-Vortrag 2022, natürlich nicht nur die hier im Saale befindlichen, sondern auch die im Livestream sich Beteiligenden. Ich tue das mit einiger Rührung, denn vor 53 Jahren habe ich just in diesem Hörsaal der Uni Bonn meine Promotionsurkunde in Empfang nehmen dürfen. Der heutige Abend mit Frau Professor Schwan begründet ein neues jährliches Kooperationsformat zwischen der Friedrich-Ebert-Stiftung und der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn mit unserer Willy-Brandt-Stiftung. Wir danken dem Team der Friedrich-Ebert-Stiftung, der ich 4 Jahrzehnte angehört habe, und dem Team des Lehrstuhls Decker für die Vorbereitung. Willy Brandt bringt uns zusammen.
ob als Gegner des Nationalsozialismus, als Bundeskanzler oder Friedensnobelpreisträger, Willy Brandt hat in unserer Erinnerung einen wichtigen Platz. Im Zentrum seines politischen Wirkens stand die Entwicklung praktischer Strategien für die Lösung dringender Probleme. An allen Stationen seiner Karriere dient ihm die Verbindung von persönlicher Freiheit mit ökonomischer Absicherung als Maxime. Als regierender Bürgermeister von Berlin verteidigte er nach dem Krieg neue demokratische Strukturen gegen stalinistische Vereinnahmungsversuche. Als Vorsitzender der Nord-Süd-Kommission einige Jahrzehnte später forderte er bereits Anfang der 80er Jahre ökonomische Gerechtigkeit in globalem Maßstab ein. Doch wie man persönliche Freiheit am besten mit ökonomischer Absicherung verbinden kann, das bleibt bis heute offen. Mehr noch, diese Frage stellt sich immer dringlicher angesichts zweier gegenläufiger Entwicklungen. Einmal, weder eine Pandemie noch die Folgen der Klimakrise haben die fortschreitende globale ökonomische Integration stoppen können. Und zum Zweiten, eine Weltwirtschaft betrifft nicht weniger als knapp 200 Staaten auf der Erde. In ihrer Dynamik, aber auch in ihrer Fragilität. Diese Staaten antworten mit widersprüchlichen Politiken auf die anstehenden Herausforderungen. So bleiben nur ein Beispiel Versuche, Produktion und Mobilität durch staatliches Handeln grenzüberschreitend zu dekarbonisieren. Eine ganze Reihe anderer Beispiele anführen. Welche Handlungsmöglichkeiten hat nun ein demokratischer Staat unter diesen Umständen? Dieser Frage geht Gesine Schwan heute Abend nach und wir sind auf Ihre Antworten sehr gespannt. Der heutige Willy Brandt-Vortrag ist auch Ausdruck der verstärkten Präsenz der Bundeskanzler Willy Brandt-Stiftung am Rhein. Mit unserer Stiftung hält die Bundesrepublik Deutschland seit 1994 die Erinnerung an Willy Brandts Wirken wach. Zuerst in der Hauptstadt Berlin, dann auch in seiner Geburtsstadt Lübeck. Und es war eine gute Nachricht im Mai letzten Jahres, als der Deutsche Bundestag entschieden hat, dass unsere Stiftung in die Verantwortung für den Betrieb und den Unterhalt des Willy-Brandt-Forums in Unkel am Rhein eintritt. 18 Kilometer stromaufwärts von hier fand Willy Brandt, wie Sie wissen, in dem pittoresken Städtchen Unkel lange Jahre ein Heim, als Bürger unter Mitbürgern. Unkel verfügt auch über eine äußerst tatkräftige Stadtgesellschaft. So entstand 2011 das Willy-Brandt-Forum aus einem enormen ehrenamtlichen Engagement, welches nun zum dritten Standort der Bundesstiftung geführt hat. Wir arbeiten jetzt eng mit der Bürgerstiftung Unkel zusammen, die das Forum aufgebaut hat. Unsere Bundesstiftung hat die Verantwortung für die faszinierende Ausstellung übernommen und investiert weiter vor Ort. Im kommenden Jahr bieten wir ein Veranstaltungsprogramm zu Europa an und entwickeln neue Angebote in Bildung. Sie sehen, ein Besuch im Willy Brandt-Haus Unkel, im Willy Brandt-Forum und dem idyllischen Rheinort Unkel lohnt sich. Die Bundeskanzler Willy Brandt-Stiftung will dafür einstehen, dass Willy Brandt Werte in die Zukunft getragen werden. Oder, wie er es selbst kurz vor seinem Tod 1992 formuliert hat, jede Zeit will eigene Antworten. Und man hat auf ihrer Höhe zu sein.
ein gutes bewirkt. Solchen Antworten wollen wir heute mit Gesine Schwan. Meine Damen und Herren, es ist uns eine große Freude und wir sind sehr dankbar, Frau Professor Dr. Gesine Schwan hier und heute begrüßen zu dürfen. Mein Vorredner wird näher auf Gesine Schwans umfangreiche Leistungen eingehen. Ich möchte nur ihren Bezug zu Willy Brandt. Wie für viele ihrer Generation, auch für mich, war Willy Brandt für sie Inspiration, sich in der SPD zu engagieren. Später verließ sie die Grundwertekommission der SPD im Konflikt mit ihm. Seit 1914 ist sie nun Vorsitzende eben dieser Kommission. Ein Ausdruck von Sympathie, von Eigenständigkeit und auch Beharrlichkeit. Heute aber spricht sie zu uns an erster Stelle als Wissenschaftlerin und Citoyenne. Doch zuvor freue ich mich, das Wort an Professor Frank Decker weitergeben zu können. Ihnen allen möchte ich für Ihre Aufmerksamkeit danken. Liebe Sabine Fandrich, lieber Dieter Dove, liebe Gesine Schwan, ich bin sehr dankbar für diese Kooperation, die Kooperation mit der Friedrich-Ebert-Stiftung, auch in vielen anderen Zusammenhängen. Wir haben gerade eine Follow-up-Studie zum Thema Vertrauen in Demokratie gemacht, zusammen mit der Stiftung. Und du hast es gesagt, die sechste Ringvorlesung, vier Bände liegen vor, die zweite Willy Brandt Lecture. Wir sind wirklich dabei, hier eine Tradition zu etablieren. Und es ist sehr gut, dass die Friedrich-Ebert-Stiftung ihren Standort in Bonn hält und pflegt und dass er weiter gedeiht. Ich bin sehr dankbar für die Kooperation mit der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung und dem Willy Brandt Forum in Unkel und ich freue mich darauf, dass wir das auch in den kommenden Jahren fortsetzen können. Leider nicht in diesem schönen Hörsaal, denn das Hauptgebäude, das wissen die Bonner unter Ihnen, wird im nächsten Jahr die Pforten schließen für 10, vielleicht sogar länger, 15 Jahre wird die Uni dann über die ganze Innenstadt verteilt. Wir wissen es noch nicht, also wir sollten dann diese Ringvorlesung im traditionsreichen Hörsaal 1 auch umso mehr genießen. Immerhin können wir das jetzt auch wieder in Präsenz machen. Ich bedanke mich ganz besonders, dass Gesine Schwan zum zweiten Mal zugesagt hat für einen Vortrag im Rahmen unserer Ringvorlesungen. Und eigentlich muss man sie nicht vorstellen, aber ich werde es trotzdem tun in der gebotenen Kürze. Gesine Schwan kann auf eine eindrucksvolle Karriere zurückblicken als Politikwissenschaftlerin und Universitätsprofessorin, als Hochschulpräsidentin und als Politikerin. Zurückblicken ist missverständlich, denn die Karriere ist nicht zu Ende. Sie ist engagiert und bleibt aktiv in vielen Funktionen. 1977 bis 1999 war sie Universitätsprofessorin am legendären Otto-Suhr-Institut an der Freien Universität Berlin im Gebiet politische Theorie. 1999 bis 2008 war sie Präsidentin der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder, 2010 bis 2014 Präsidentin der Humboldt-Viadrina School of Governance in Berlin und in der Nachfolgeorganisation oder in dem Nachfolgeprojekt der Humboldt-Viadrina Governance Plattform ist sie bis heute aktiv. 2004 und 2009, das wissen Sie,
hat Gesine Schwan kandidiert für das Amt der Bundespräsidentin und 2019 zusammen mit Ralf Stegner für den SPD-Vorsitz. Seit 2014 ist Gesine Schwan Vorsitzende der Grundwertekommission der SPD, einem Gremium, Dieter Dove hat es eben gesagt, den sie schon von 1977 bis 1984 angehört hatte. Und da ich selber Mitglied der Grundwertekommission bin, hatte ich in den letzten Jahren auch Gelegenheit, Gesine Schwan etwas näher kennenzulernen. Und ich möchte zwei Punkte sagen, die ich besonders bemerkenswert finde und die mir an ihr imponieren. Das erste ist eine wirklich anstreckende Fröhlichkeit und ein auch ausstrahlender Optimismus, der sich paart mit Respekt. Das Wort ist ja vielleicht ein bisschen abgegriffen, das war ja auch das Leitmotiv der SPD-Kampagne im letzten Jahr. Ich würde vielleicht einen anderen Begriff verwenden, nämlich den Begriff der Höflichkeit. Und in Zeiten der sozialen Medien ist es vielleicht auch wichtig, an solche Tugenden zu erinnern. Und das Zweite, ich habe hier ein Buch mitgebracht, vor 2 Jahren erschienen, Politik trotz Globalisierung. Das ist ein programmatischer Titel. Politik trotz Globalisierung heißt, es gibt Gestaltungsmöglichkeiten. Es gibt Gestaltungsmöglichkeiten auf der europäischen Ebene, auf der nationalen Ebene, auch auf der Länderebene in der Bundesrepublik. Es macht einen Unterschied, wer regiert. Aber Gesine Schwan legt ihr Hauptaugenmerk bei diesen Gestaltungsmöglichkeiten, den politischen Gestaltungsmöglichkeiten, auf die kommunale Ebene. Und das ist etwas, was wir vielleicht auch in der Politikwissenschaft, das sage ich durchaus selbstkritisch, zu sehr vernachlässigen. Und das, was mir besonders imponiert, ist, dass sie ihr Engagement nicht beschränkt auf Gespräche, Reden, Interventionen, zum Beispiel durch kluge Zeitungsartikel, sondern dass sie tatsächlich etwas macht. Sie nutzt die Ressourcen der Governance-Plattform in Berlin, um Menschen, um Gruppen auf der kommunalen Ebene miteinander ins Gespräch zu bringen, um die Repräsentationsbasis demokratischer Politik zu verbreitern. Und das finde ich in jeder Hinsicht vorbildhaft. Ich denke, dass das Thema kommunale Ebene auch in dem Vortrag zur Sprache kommen wird. Liebe Gesine, nochmal ganz herzlichen Dank, dass du nach Bonn gekommen bist. Wir freuen uns auf den Vortrag. Ältere Damen ist dieses Seil auch eine Herausforderung, muss ich sagen. Meine Damen und Herren, liebe Studentinnen und Studenten, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die freundlichen Worte. Also eines möchte ich doch wenigstens kurz korrigieren. Ich war nicht im Krieg mit Willy Brandt. Ich habe, wie bitte? Konflikt, ach so. Ja, das war ich mit ihm, aber die sozusagen der Akt der Nichtwiederwahl in die Grundwertekommission, man wird ja nicht rausgeschmissen, sondern man wird nicht wieder reingewählt und das ist die Sache des Vorstands, ist nicht bewirkt worden durch Willy Brandt. Richard Löwenthal und Willy Brandt waren dagegen, dass ich rauskam, sondern es war eine Kombination von Peter Glotz, der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen und den Jungsozialisten. Und das erinnert an diejenigen, die schon älter sind, an die Konstellationen, die damals so waren. Es ist jetzt nichts, was mich noch plagt. Damals hat es mich geplagt, muss ich gestehen. Aber ich sage dann jetzt heute auch häufig, man muss nur alt genug werden, dann renkt sich das alles wieder irgendwie ein. Und wer mich sehr, sehr berührt hat, war Peter Glotz, der in späteren Jahren immer wieder auf diese Frage zurückgekommen ist. Und noch 14 Tage vor seinem Tod in einem Editorial von Neue Gesellschaft Frankfurter Hefte eine Art
Laudatio auf mich geschrieben hat. Das hat mich wirklich sehr, sehr berührt, weil ich meine, er ist einfach ein praktischer Politiker gewesen und sich dann doch darüber so viele Gedanken zu machen, vorher hatte er das auch schon getan, das habe ich ihm ursprünglich gar nicht zugetraut. Wir sind immer ein bisschen frotzelnd miteinander umgegangen, aber da habe ich zusätzlich großen Respekt bekommen. Ja, also das Thema, das hier heute gestellt ist und wo ja offensichtlich, man sieht es, mehrere Hüte zusammengepackt werden müssen und sollen, und die sind ja auch inhaltlich zusammenpackbar. Aber das Thema hat mir etwas zu schaffen gemacht, denn eigentlich, wenn man jetzt kein spezieller Staatsforscher ist, sondern das bin ich nicht, was soll man dann jetzt aktuell über den Staat groß sagen? Der Staat, von dem wissen wir alle was, die einen finden ihn doof, die anderen finden ihn nötig, die Dritten finden ihn ausufernd, die Vierten finden ihn zusammengespart. Das sind alles Sachen, die man sich immer wieder anhören kann und über die man nachdenken kann. Und dazu nun etwas Systematisches zu sagen, was in irgendeiner Weise worth is thinking, also darüber nachzudenken, das ist gar nicht so einfach. Sie werden sehen, mal gucken, ob wenigstens das rauskommt, dass sich die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht langweilen. Das ist ja immer mein oberstes Ziel. Ich habe schon in der Schule meine Lehrer daraufhin eingeschätzt, ob ich mich bei ihnen langweile und auf die Uhr gucke oder nicht. Die, wo ich am wenigsten auf die Uhr geguckt habe, die fand ich in der Regel am besten. Wir haben aktuell eine große Übereinstimmung, ich will das, damit Sie wissen, was auf Sie zukommt, also eine gewisse Einleitung, wie sich das gehört. Dann möchte ich einen Teil bringen über den Staat in seinen Funktionen unter der gegenwärtigen Bedingung von Krisen und Zuspitzungen. Und dann einen zweiten Teil, dann auch in Anlehnung an Willy Brandt, welche internationalen, transnationalen, globalen Bedingungen notwendig sind, auch Politiken notwendig sind, damit ein Staat, den wir ja oft einfach imaginieren als Nationalstaat, der aber isoliert nicht mehr als Nationalstaat wirksam ist, damit ein solcher Staat auch seine internen Strukturen und kulturellen Bedingungen überhaupt leben und erhalten kann. Das geht ja nicht mehr ohne globalen und ohne internationalen Kontext. Und da habe ich dann auch die Chance, auf Willy Brandt einzugehen, habe ich gedacht, ja, das ist dann die Möglichkeit, diese zweite Anforderung auch zu erfüllen. Gut, also wir haben eine große Übereinstimmung darüber, dass wir in intensiven Krisenerfahrungen sind. Das sind Überlagerungen von Krisen. Jetzt da Olaf Scholz und die Koalition gegenwärtig nach einem Jahr Regierungsverantwortung immer wieder gewürdigt wird, wird immerhin konzidiert, das ist ja nicht immer der Fall, dass die ziemlich viele Krisen auf einmal angehen müssen politisch. So viele auf einmal hat auch Krisenkanzlerin Angela Merkel nicht angehen müssen. Und dieses Übereinander, einmal von akuten Krisen, dann aber auch, also ich muss sie nicht nennen, dann aber auch längerfristigen Herausforderungen, vor allem demografischer Wandel, Digitalisierung, technologischer Wandel und schließlich auch flächendeckenden sozialen Verwerfungen, an die Unterschiede zwischen Arm und Reich, haben doch zu einer großen Verunsicherung geführt bei vielen Menschen. Und ich glaube, Buchtitel verkaufen sich jetzt gut, wenn sie den Namen Zuversicht haben. Also wir strotzen nicht gerade in der Gesellschaft vor Zuversicht in der Gegenwart. Hat vielleicht auch was damit zu tun, dass der Zugang zu Religion und Glauben, vielleicht im Rheinland nicht, aber im fernen säkularen Berlin noch etwas schwieriger geworden ist, als er vielleicht schon war. Hintergrund sind die großen Diskrepanzen, ich muss sie nicht nennen, aber auch die Diskrepanzen der massiven Ungerechtigkeitserfahrungen, auch dessen, was wir akut erleben, und da ist ja die Bundesregierung ganz beachtlich, dass sie jetzt plötzlich einfach die Preise so deckeln will, dass die nicht mehr gesteigert werden können. Also die Erfahrung von Krisengewinnlern, die natürlich aufreizen und provozieren. Große Erwartungen sind nun plötzlich an den Staat, um materielle, aber auch soziale und vielleicht auch psychische Sicherheit zu finden. Sicherheit ist das große Wort, und die deutliche Abkehr von der vorherrschenden Meinung, der Grundstimmung in den letzten Jahrzehnten, spätestens seit den 80er Jahren, dass der Staat eigentlich reduziert werden soll, dass er eine unproduktive Belastung ist und sowas alles, die ist offenkundig.
Die Praxis damals dessen, was ich jetzt etwas verkürzt Neoliberalismus nenne, mit Milton Friedman, war ja, den Staat abzubauen. Die Überlegung war, um der Freiheit willen, um der Effizienz willen auch, muss man staatliche Aufgaben so weit wie möglich reduzieren und stattdessen dem Wettbewerb auf dem Markt überlassen, um die wirtschaftliche Produktivität zu steigern, sozusagen in einer neuen Version von Godesberg, so wenig Staat wie möglich. Dagegen kam dann die einschneidende Erfahrung von Corona. Der Staat sollte möglichst schnell und effektiv unser Leben, unsere Wirtschaft, unser Geld vor der Pandemie schützen, aber dabei nicht unsere individuelle Freiheit einschränken. Also man hat ja Anforderungen, nicht wahr? Und ob es da interne vielleicht gewisse Spannungsverhältnisse oder Widersprüche gab, war dann nicht unbedingt immer Gegenstand der öffentlichen Diskussion. Es gibt dann eine weitere, so von tapferen Demokraten in die Gegend gesprochene Parole, die heißt, der Staat sind doch wir. Also seid nicht so garstig mit dem Staat, nehmt ihn an, seid positiv zum Staat. Aber so viele in unserem Land empfinden eben gegenwärtig nicht, dass sie den Teil des Staates ausmachen oder dass sie Staat sind. Und die Frage wird sein, was man dagegen gegebenenfalls tun kann. Aber vorerst vorab, was erwarten wir vom Staat und was kann er leisten? Und noch davor, woran denken wir eigentlich bei dem Begriff Staat? Ich glaube, spontan denken wir an den Nationalstaat immer noch, wie er in der europäischen Neuzeit, 15. 16. Jahrhundert entstanden ist und sich über das 19. und 20. Jahrhundert, Sie sehen, ich springe ganz schnell, zum Wohlfahrts- und Sozialstaat weiterentwickelt hat. Und im 21. Jahrhundert wurde er dann theoretisch und auch vielfach praktisch von den Anhängern eben einer sehr neoliberalen Position, Milton Friedman, vom Ordoliberalismus der deutschen Prägung eigentlich nicht ganz so sehr, aber doch auch zum Teil in seinen Funktionen zugunsten der ökonomischen Produktivität und des Gewinns wieder eingeschränkt. Wir wollen einen schlanken Staat, hieß es, die Parole, und nun aber in den Krisenerfahrungen wird seine Tätigkeit erneut dringend eingefordert, zum Beispiel, damit in den Krankenhäusern nicht nur der Gewinn zählt, sondern auch die Betten für Kinder. Das ist ja für mich, muss ich schon sagen, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, dann fragt man sich ja, ob man irgendwie nicht klar war über einige Zeit. Man hat so lange gepredigt, dass doch Krankenhäuser nicht nur dem Profit dienen dürfen. Das war doch so klar. Und dass es eine Gefahr ist, wenn Krankenhäuser kommerzialisiert werden, da gab es ja auch die berühmte Kontroverse zwischen Fritz Scharf und Luhmann, ob nicht das ökonomische Prinzip überhand nimmt, wenn man sie privatisiert und wenn man nur danach geht. Und das gab dann Vorstellungen, wo man das praktisch nicht mehr anbringen durfte, weil es hieß, naja, du willst nur Schlamperei, du willst Bürokratisierung, du willst, dass die Chefärzte, ohne dass sie arbeiten, sich alles unter den Nagel reißen. Das wollte man natürlich nie, aber es waren nicht gerade Bedingungen fairer Diskussionen, in denen man das dann austragen konnte, sondern nun plötzlich, wo die Betten fehlen, auch das Pflegepersonal fehlt, nun plötzlich merkt man, also Krankenhäuser dürfen nicht nur dem Gewinnprinzip unterzogen werden. Mit anderen Worten, Gestalt und Rolle des Staates haben sich historisch seit dem 15. 16. Jahrhundert politisch immer wieder gewandelt und stehen auch heute aus unterschiedlicher Sicht, sehen verschieden aus. Man kann sagen, die Palette reicht von der Vorstellung eines starken, souveränen Staates, der das Leben der Bürgerinnen sicher schützt, sicher schützt und versorgt. Und auch dann ziemlich klar reguliert, das ist sozusagen das eine Ende der Palette und das andere ist dann ein Nachtwächterstaat, der sich im Wesentlichen auf den Schutz des Privateigentums und der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beschränkt, um dann die individuelle Freiheit auf diese Weise am besten zu garantieren und nicht einzuschränken. In dieser Palette findet sich das, wenn jetzt ich etwas Ihnen sagen soll oder wir über den Staat in der Gegenwart und der nächsten Zukunft nachdenken wollen, dann werden wir da eher zugleich politisch etwas sagen müssen. Wir müssen uns entscheiden und vor allem das begründen dann, nicht nur entscheiden, welche Art von Staat wir denn wollen und warum. Also es gibt nicht einfach den Staat. Das will ich im Folgenden versuchen. Damit gehe ich der Frage nach, welche Funktion unser demokratischer Staat heute vor allem in den überlagernden Krisen ausüben muss, damit die Bürgerinnen sich nicht enttäuscht abwenden. Grundlegend
ist dabei die Erwartung, dass der Staat Freiheit und Sicherheit, das sind die Kernelemente, gewährleisten muss. In diesem Sinne gehen wir aus vom demokratischen Staat, wie auch immer er im Einzelnen dann institutionell verfasst ist. Damit komme ich zum ersten Hauptteil meiner Überlegungen mit Ihnen. Was sind denn die systematischen Aufgaben? Es ist klar, wir sind in einem Stadium deutlich bedrohter äußerer Sicherheit in Europa, wie wir das bisher lange nicht kannten. Wir haben die Notwendigkeit, die Wohlstands- und auch die Behauptungssituation im internationalen Licht, die Aufgabe neu zu denken. Wir müssen plötzlich wieder an Aufgaben der auch äußeren Sicherheit denken, die wir schon lange dachten, in Europa geklärt zu haben. Um einen systematischen Überblick über die Staatsaufgaben der Gegenwart zu gewinnen, greife ich nun auf eine Ausarbeitung der Grundwertekommission der SPD zurück. Damit mache ich zugleich ein bisschen Reklame. Gucken Sie bitte alle an. SPD-Grundwertekommission, da gibt es viele interessante Papiere. Also darauf, über die wir dort, wir haben über diese Frage ausführlich diskutiert. Und zwar vor dem Hintergrund intensiver Krisenerfahrungen, von denen ich eben eingangs sprach. Und wir haben der Notwendigkeit einer tiefen Veränderung, einer Transformation von Gesellschaft, Wirklichkeit bis hin in die politische Kultur gleichsam nachgedacht. Wir haben darüber nachgedacht. Diese Transformation, die kein schönes Wort ist, wo wir uns auch immer überlegen, ob wir da nicht doch etwas weniger Technisches oder Liebloses oder so finden könnten, aber diese Umwandlung ist der Hintergrund. Sie steht an, um den Herausforderungen von Klimaschutz, Digitalisierung, Krieg, Globalisierung gerecht zu werden und daraus dann auch die folgenden Verunsicherungen, die daraus folgenden Verunsicherungen der Bürgerinnen und Bürger, und zwar gemeinsam mit Ihnen anzugehen. Und das ist dann auch schon eine wichtige Weichenstellung für mich, wenn von Sicherheit, von der Aufgabe des Staates die Rede ist, die Sicherheit zu gewähren, dann soll das nicht heißen, dass ich einer Vollkaskoversicherung gleichsam durch den Staat das Wort rede. Denn gemeinsam heißt, dass wir da alle gemeinsam dran gehen und dass wir auch gemeinsam diese Aufgaben und die staatliche Organisation in einer Anstrengung, die uns alle geht, dass wir der nur gemeinsam gerecht werden können. Man verwendet in diesem Zusammenhang oft das Wort Resilienz. Ich habe ja immer so meine Skepsis, wenn plötzlich ein Wort so en mode kommt und keiner weiß ganz genau, was es heißt. Es gibt noch so ein paar andere solche Wörter, die ich versuche zu vermeiden. Also zum Beispiel sage ich nie Dialektik, weil ich nie weiß, was heißt das außer hin und her. Aber so ist das auch mit dem Wort der Resilienz. Also gut, dass man widerständig ist. Ich glaube aber, der Gedanke, der dahinter ist, ist, dass gerade bei dem Begriff der Sicherheit die Sicherheit nicht dadurch in einem gesellschaftlichen Kontext verstärkt wird, dass alle zu behüteten Kaninchen werden, sondern dass wir uns alle auch selbst so stärken, dass wir aus eigener Kraft und nicht nur durch die Schirmtätigkeit des Staates uns einigermaßen sicher fühlen. Und das heißt natürlich auch, jeder, der Kinder erzogen hat, weiß das, dass nur Kinder, die auch in der Lage sind, Herausforderungen eigenständig zu begegnen, einigermaßen sicher werden, wenn sie nur auf Anweisung oder nur sozusagen unter dem ständigen Mutter- oder Vaterschutz tätig sind, dann ist das nicht so sehr was mit der Sicherheit. Also es gehört die eigene Sicherheit und die Sicherheit von außen dazu. Und das heißt auch, dass wir, wenn wir das postulieren, dass der Staat die Sicherheit bietet, dass Bürgerinnen und Bürger selbst in die Lage versetzt werden müssen, und das werde ich gern kurz nachher am Beispiel der Kommunen sagen, dass sie den Widrigkeiten etwas entgegenzusetzen haben, dass sie nicht sofort erschrocken auf alles reagieren, dass sie Erfahrungen sammeln ihrer eigenen Stärke und ihrer eigenen Widerstandsfähigkeit gegen schwierige Herausforderungen. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich
wieder aufwärme, diesen Begriff der Selbstverantwortung, der im Neoliberalismus sehr en vogue war und der ein Widerspruch in sich ist, denn natürlich jedes Verantwortungsverständnis setzt Selbstverantwortung voraus. Da sollte es aber heißen, jetzt erwartet nicht mehr so viel vom Staat, macht es alleine. Das gilt für eine bestimmte Schicht des Bürgertums und Parteien, die nur auf diese Schicht für ihr Wahlvolk rekurrieren, können das natürlich so ohne weiteres sagen. Aber es gibt eben auch, das wissen wir inzwischen, viele, die das aus verschiedenen Situationen nicht so ohne weiteres können. Und die Balance jetzt, das Empowerment, wie man im Angelsächsischen sagt, von denen, die nicht mehr sich kümmern, die sich abschalten, wie man das Empowerment hinbekommt, ohne sie zu betütern, wie meine Tochter sagen würde, also ohne sie nun immerfort nur zu schonen, herauszufordern und zugleich aber auch einen Weg zu ermöglichen, dass sie das machen können und dass sie sich selbst dabei engagieren können und sich selbst stärken können. Das ist eine große Kunst, das ist auch nicht ein für alle Mal gesichert, aber ich sehe dies als die notwendige Linie an. Wir haben das jetzt bei der Diskussion über das Bürgergeld ja erlebt, da kamen wieder diese typischen Spaltungen auf, dass die einen sagten, ja, die Menschen sind eigentlich faul und man muss ihnen anständig in den Hintern treten und dann werden sie auch was tun. Und alle, die sich genauer empirisch mit solchen Fragen befassen, wissen, dass es solche faulen Menschen gibt, wie überall im Leben, aber dass das nicht die entscheidende Klientel sozusagen ist, mit denen man sich befassen muss, wenn Menschen aus der Welt gefallen, sozusagen rausgefallen sind aus der Arbeitswelt. Ich habe ein Spezialverhältnis zu einem Taxifahrer, der zur AfD gehört. Der fährt mich oft, entweder zum Bahnhof Spandau oder auch zum Flughafen. Und er kommt aus einer alten sozialdemokratischen Familie. Er ist sehr freundlich und sehr nett und auch sehr hilfsbereit und mag mich und muss mich auch immer gegen seine AfD-Leute verteidigen, weil die mich natürlich unerträglich finden. Und ich merke bei dieser Person, wie man eigentlich an viele von denen rankommen könnte, wenn man sie erstmal einfach, nicht die Funktionäre, nicht die Höckes, aber wenn man sie versucht einzubeziehen in konstruktive Arbeiten, in konstruktive Verantwortungsübernahme. Und der hat plötzlich beschrieben, weil er war früher nicht so sehr für Arbeitslose und alle diese Leuten, die waren eigentlich eher asozial, aber er hat plötzlich beschrieben, wie es ihm ergangen ist, weil er während der Pandemie nicht viel zu tun hatte. Und dann konnte er nicht so Taxi fahren den ganzen Tag, aber er wollte irgendwie A, seine Frau davon verschonen, dass er dauernd zu Hause hockte, B, wollte er Struktur reinbringen in seinen Tag. Und plötzlich sagte er mir heute Morgen, also ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie gefährlich das ist, wenn man da nicht so eine Struktur hat, wie man da ganz schnell abrutscht in eine Unfähigkeit oder eine Hilflosigkeit und dann auch nicht mehr die Energie aufbringt, was zu machen. Da habe ich gesagt, sehen Sie, man muss nur genug Erfahrung machen, dann versteht man andere Leute auch besser. Das Papier der Grundwertekommission, Staat in der Transformation, wurde auch während des Debattencamps Anfang November vorgestellt. Und der Titel folgt der Logik, dass aus den eben genannten Herausforderungen und um die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen, die die Vereinten Nationen 2015 beschlossen haben, für die Definition von Staatsaufgaben wichtige Folgerungen zu ziehen sind. Ich berichte jetzt daher nicht aus einem Handbuch über Staatsaufgaben, die man im Lexikon, wie gesagt, finden kann und die es immer schon gegeben hat, sondern ich spitze die Definition vor dem Hintergrund der aktuellen Krisenerfahrungen und Aufgaben zu. Das Papier nennt 5 wichtige Staatsaufgaben, die nachhaltige staatliche Politik erfüllen muss, damit die folgenden Generationen so gut wie möglich in die Lage versetzt werden, ihr Leben frei, gerecht und solidarisch zu gestalten. Das ist ja der eigentliche Kern des Begriffs der Nachhaltigkeit. Das kann man sehr professionell und spezialistisch definieren, aber eigentlich geht es darum, dass die nachfolgenden Generationen, obwohl man mit jeder Entscheidung natürlich auch Festlegungen trifft, aber dass die nachfolgenden Generationen genau ähnliche Chancen bekommen, wie wir selbst unser Leben zu gestalten. Ganz genau kann das nicht sein, aber das ist schon wichtig. Also diese 5 Funktionen sind einmal der investierende Staat, dann der schützende Staat, der souveräne Staat, der arbeitende Staat und der demokratische Staat im engeren Sinne. Dirk Hirschel und Christian Krell haben das Papier vorgestellt und so will ich diese 5 Funktionen
kurz nennen, um dann im zweiten Teil auf die Frage der internationalen Einbettung, notwendigen Einbettung des Staates einzugehen. Nach Jahren, in denen sich eben unter neoliberalen Vorzeichen der Staat aus der Wirtschaft heraushalten und deren Entwicklung den Marktkräften überlassen sollte, haben nun die Erfahrungen mit der Pandemie und mit der Zerstörung der Umwelt, des Klimas, die Dringlichkeit gezeigt, dass langfristige Entwicklungen der Daseinsvorsorge, aber auch eben der Infrastruktur, der Sicherheit und des Klimas richtungweisende und finanziell umfangreiche Investitionen erfordern. Es geht also nicht um einzelne wirtschaftliche Tätigkeiten, es geht um Grundorientierungen für die Wirtschaft, wo Gegner dieser Position sagen würden, die muss der Markt entscheiden, wo aber nach der Ansicht unserer Grundwertekommission die Erfahrung gezeigt haben, dass der Markt immer nur nach kurzfristiger Kaufkraft geht und deswegen die langfristigen Erfordernisse, wie zum Beispiel Schutz des Klimas, nicht beachten kann. Solche Investitionen rentieren sich am Anfang nicht und müssen daher vom Staat initiiert werden, damit die private Wirtschaft sich dann auf die neue Entwicklung einstellt. Die Grundlage und der Auswahl solcher Investitionen ist ausdrücklich nicht ökonomisch, sondern politisch. Es sind politische Entscheidungen, die dem zugrunde liegen und die natürlich auch umstritten sein können, das ist klar, die vielfach die Infrastruktur des Staates als Voraussetzung erfolgreichen wirtschaftlichen Handelns bieten sollen. Also die ursprüngliche Idee, Rückzug des Staates und überlass die Wirtschaft dem privaten Markt, damit sie effizient ist und damit nicht irgendwelche bürokratischen Hindernisse aufgebaut werden, ist gegenwärtig und ich glaube, dass das auch längerfristig notwendig ist, dem gewichen, dass wir uns als Gesellschaft, als Demokratie Gedanken machen müssen über die langfristigen Herausforderungen und Notwendigkeiten und dass dafür dann auch der Staat die wirtschaftliche Macht hat, aber auch die politische Entscheidungsbereitschaft haben muss, solche langfristigen Wirtschaftspolitiken zu grundieren, auch durch eigene Investitionen. Das ist keine triviale Aufgabe. Wir haben darüber auch gesprochen. Gustav Horn, der sich sehr stark in Sachen Wirtschaftspolitik engagiert, macht das im Einzelnen sehr deutlich. Das könnte ich jetzt hier gar nicht. Wie man genau gucken muss, wie auf den verschiedenen Ebenen, also nationale Ebene, Landesebene, Kommunenebene, denn die Investitionen wirklich am besten zum Ziel führen. Das ist nicht einfach so Start und Feierabend, sondern da muss man sehr genau hingucken. Und gerade da spielen dann die Investitionen oft in der Kommune eine große Rolle. Es sind ja ungefähr so zwei Drittel der Investitionen, die auf kommunaler Ebene schließlich getätigt werden müssen. Daran kann man sehen, wie wichtig das ist. Aber der Staat kann sich vor dieser Frage nicht drücken, muss sich zugleich vielfach aber auch, und das muss man auch zugleich sehen, an Vorgaben der Europäischen Union, also bestimmte Subventionen dürfen nicht sein und so weiter, der EU halten. Da ist also der nationale Staat als Tätigkeitsfeld im Land und in der Kommune tätig, also es gibt diese drei Ebenen auf jeden Fall, ist aber immer auch in europäisches Recht eingebunden. Man spricht hier auch in diesem Zusammenhang mit dem investierenden Staat von sogenannten innovativen Missionen, die da erfüllt werden müssen, da man nicht immer dasselbe machen muss, da man aber auch Menschen motivieren muss, sich zu bestimmten Neuerungen zu bekennen und sie voranzubringen. Wobei die Frage ist, ob die nicht, die Bürgerinnen und Bürger selbst schon eigentlich viel mehr auf diesem Trip sind und man sie nicht viel mehr auch gewähren lassen müsste. Das ist eine meiner Überlegungen. Oder ihnen die Chance bieten müsste, natürlich reflektiert und wirklich gut partizipatorisch organisiert, ihre eigene Energie der Innovation mit einsetzen zu können. Das ist ja eine marxisch gesprochen Produktivkraft, wenn wir den schon mal heute erwähnt haben. Also das sind Innovationen, die nötig sind, damit der demokratische Staat auch seine Glaubwürdigkeit der Sorge im weiteren Sinne erfüllen kann. Und hier tut sich
sowohl die Notwendigkeit auf, mit der organisierten Zivilgesellschaft als auch mit Unternehmen zusammenzuarbeiten. Ganz zum Schluss komme ich nochmal auf den sogenannten Multi-Stakeholder-Ansatz zurück. Das ist einer, von dem ich sehr viel halte, als begleitende Willensbildung, nicht als Ersatz für die Wahlen in der Demokratie. Aber diese beiden sind sehr wichtig. Das haben wir gerade auch bei einem Pilotprojekt, das wir in Herne jetzt abgeschlossen haben, gemerkt. Dann gibt es den schützenden Staat, das ist klar, das wissen wir aus der Sozialversicherung. Je mehr die Diskrepanzen in der Gesellschaft sind, desto mehr ist da an Verpflichtung notwendig. Und deswegen ist es notwendig, auch in den Primäreinkommen Ausgleiche zu schaffen. Das hat auch oder Scholz immer wieder gesagt, darauf hingewiesen, weil sonst zu viel kompensiert werden muss. Und wenn gar in der Klimapolitik oder in der Energiepolitik die starken sozialen Diskrepanzen kompensiert werden müssen, dann werden diese Einzelpolitiken wie Klimapolitik und andere völlig überfrachtet mit Dingen, die sie eigentlich gar nicht alleine leisten können. Also man kann nicht Sozialpolitik über Energiepolitik machen, sondern man muss eigentlich Sozialpolitik machen, sodass dann in der Energiepolitik die Diskrepanzen nicht mehr so schlagen. Wenn wir immer mehr im Übrigen vom Staat erwarten, dann dürfen wir nicht gleichzeitig ihm die finanziellen Mittel entziehen. Dann ist diese Bezeichnung, dass Steuererhöhungen nur eine Steuerlast sind, allein diese Nomenklatur ist ja schon wichtig, dass sie drangsaliert, dass sie tabuisiert werden müssen in jedem Wahlkampf, wobei ja beim letzten Wahlkampf immerhin zwei Parteien von Steuererhöhungen gesprochen haben. Das ist ja schon ein Fortschritt. Aber ich glaube, hier ist auch ein Zeichen, dass wir auf die Dauer den Staat nicht ohne eine politisch reife Gesellschaft denken können, die auch bereit ist, einzusehen, was wir brauchen. Das können nicht einzelne Politikerinnen und Politiker gegen den Staat machen. Also Steuererhöhungen sind oder ein vernünftiges, ausgleichendes Steuergesetz, das ist natürlich eine sehr dornige Sache, da traue ich mich auch nicht im Einzelnen ran, aber dass da nicht schon wieder mit jeder Krise, die sowieso schon so viel haben, noch mal was dazu gewinnen, das kommt einem ja schon geradezu abstrus vor und da muss doch was gleichsam dagegen zu machen sein, so meine ich. So, der stützende Staat muss natürlich auch im Bereich der inneren Sicherheit da sein, also nicht nur für die soziale Sicherheit. Und er muss mehr und mehr neben dem Schutz vor Kriminalität auch gegen Naturkatastrophen schützen. Also Katastrophenschutz wird mehr und mehr, das merkt man, wenn man sich damit befasst, zu einem wesentlichen Punkt. Hier im Rheinland ist ja alles, was da passiert ist, mit dem Ahrtal ganz nah. Da sind sicher organisatorische Sachen spielen eine Rolle, aber man ist wohl gar nicht, also auch im Nachhinein, man muss natürlich viel präventiv machen, aber man ist auch im Nachhinein erst klüger geworden über viele nicht gut organisierte Abläufe, die man eben ändern muss, um in der akuten Krise weiterzukommen. Es gibt den souveränen Staat, das ist die dritte Definition, die eigentlich besonders heikel ist, weil eben in einer Welt der gegenseitigen Abhängigkeit, der Interdependenz, man von einer staatlichen Souveränität, wie es im klassischen Staat des 17., 18. Jahrhunderts zu denken war, nicht mehr sprechen kann. Wir sind einfach voneinander abhängig und worauf es ankommt, ist, diese Souveränitätsfrage politisch so zu gestalten, dass man immer in einer Balance ist zwischen einer Unabhängigkeit von anderen, aber auch wissend, dass man sie nicht völlig herstellen kann, sondern dass man durch transparente Kooperation und in der Wirtschaft, davon ist jetzt auch die Rede, durch Diversifizierung, eine sehr einseitige Abhängigkeit vermeiden muss. Ich glaube nicht, dass es da einen Königspfad gibt. Man wird es auch immer wieder davon abhängig machen, was denn gerade an Herausforderungen da ist, auch an internationalen. Und ich komme nachher bei der internationalen Einbettung darauf. Es ist eben ein Unterschied, ob ich einen engen Wandel und Handel habe mit einem demokratischen Land, einer demokratischen Gemeinwesen, einem Staat,
wo auch intern eine Öffentlichkeit korrigiert und überwacht und man nicht und nicht sowas passieren kann, was in China und auch in Russland passiert, dass im Grunde das Staatshandeln überhaupt nicht kontrolliert wird intern. Das ist ein Unterschied zu dem, dass man eben auch, dass auch selbst zu dem von Trump bedrohten Staat, Demokratie Amerika, wo eben sich doch zeigt, dass sich dann wiederum Widerstandskräfte herausbilden und möglicherweise die Mauer gezogen wird dadurch, dass er mit seinen Kandidaten die Wahl verliert. Und das ist immer die beste Münze. Wenn man die Wahl verliert und die Macht verliert, ist das beste Argument dafür, diese Person nicht weiter zu fördern. Aber das ist natürlich sehr banal, aber es ist so. Und das heißt ja, dass die, die sich gegen die Wahl sträuben, das hört man auch von denen, die in Amerika leben und das analysieren, dass doch ein größerer Teil der Gesellschaft inzwischen die Nase voll hat vor diesen extremistischen, überzogenen, verlogenen Angriffen, was eine gewisse Resistenz der amerikanischen Gesellschaft bei aller Spaltung, bei allen Entgleisungen, die es da auch gibt, zeigt. Ich bin immer daran erinnert, dass mein Hauptgebiet ist ja die Geschichte der politischen Theorien und ich finde, dass die sogenannten Federalist Papers, also die drei Journalisten, die sich über die Frage einer amerikanischen Verfassung Ende des 18. Jahrhunderts Gedanken gemacht haben, dass die eine Menge bieten. Da gibt es, es sind immer in Briefe aufgeteilt und einer der Madison-Briefe, ich glaube, das ist 57 oder so, der fragt sich, was gibt es denn für letzte Sicherung gegen Machtmissbrauch? Und die große Grundfrage ist, kann man das institutionell sichern oder muss man da irgendwie auf die Haltung der Menschen zurückgreifen, das politische Kultur versus Institutionen? Und da gibt es dann diese Formulierung von Madison, dass es im letzten, the last resort, it is the manly spirit of the American people. Das heißt jetzt nicht nur männlich, sondern auch vielleicht ein bisschen mannhaft, ist immer noch Gendersprache, ist egal. Dieses, dass die manly spirit of the American people die letzte Absicherung bietet. Und das heißt, dass wir auch alle an diesem Spirit bei uns und in Amerika arbeiten können und müssen. Und dann gibt es den arbeitenden Staat, der grob gesagt in seinen Verwaltungstätigkeiten, wo er sehr reduziert worden ist, in den ministeriellen Institutionen so ausgestattet sein muss mit Kompetenz, aber auch mit Werbe gleichsam dafür, das, was Staat dann Gemeinwohl im Unterschied zu Partikularinteressen verwirklichen soll, auch umzusetzen. Also es ist ein Unterschied, ob ein Staat sehr genau durchschaut, was in einer Bank schiefläuft oder ob Staatsdiener eigentlich alle damit nichts zu tun haben und der ganze Grips bei den privaten Investoren ist. Dann kommt man nicht zu so einem guten arbeitenden Staat. Also der ist notwendig. Wir erleben das auch bei den Erfordernissen der Bauwirtschaft. Das ist eines der Beispiele, dass eben viele Bauten nicht entstehen können, weil die Bauwirtschaft nicht, die Bauverwaltung nicht da ist, die das alles schnell und kompetent genug prüft, was ja geprüft werden muss. Und dann der demokratische Staat, damit ist neben dem allgemeinen Satz, dass es also demokratisch legitimiert sein muss, rechtsstaatlich sein muss und so weiter, auch sozialstaatlich ausgeführt sein muss, die Frage der Partizipation. Denn der Grundgedanke ist, dass diese sehr fundamentalen Veränderungen partizipatorisch gestaltet werden müssen, wenn die Menschen sie sich wirklich als ihr eigen, sich zu eigen machen können, wenn sie es so sehen, dass sie ihre eigene Entscheidung dabei haben. Das ist in meiner Sicht das ganz, das zentral Wichtige und nicht Triviale, nicht Einfache. Es ist auch deswegen ein Problem, weil vielfach der Gedanke ist, schon immer in der Frage der demokratischen Partizipation diskutiert, ob das nicht zu viel Zeit kostet, ob es nicht viel schneller geht, wenn man es top-down macht, dann hat eine kluge Instanz das erledigt und dann wird einfach ausgeführt. Aber ich glaube, da gibt es ganz viele Erfahrungen und Gründe, die da sagen,
das, was man zunächst an Zeit braucht, um es gemeinsam zu besprechen und auch gemeinsam von allen Seiten zu besprechen, sodass es wirklich durchdacht ist und nicht nur ein oder zwei Aspekte, es muss gar nicht böswillig sein, durchgesetzt werden, das spart man hinterher wieder ein, weil es dann besser umgesetzt werden kann. Und das ist eine in meiner Sicht überaus wichtige Sache, dass da insbesondere auf der Ebene der Kommunen, weil das die Daseinswirklichkeit ist, die Bürgerinnen und Bürger überschauen, wo sie sich auskennen, wo sie ihre eigene Kompetenz in die Waagschale werfen können, wo sie ihren eigenen Erfahrungshorizont einbringen können, dass das auf der Kommune geschieht. Wenn man das zusammennimmt, dass sehr viele Investitionen auf der Ebene der Kommune geschehen, heißt es, dass insbesondere in der Frage der kommunalen Entwicklung in den langen Linien ein Feld ist, wo sehr klug und auch vereinbar mit der repräsentativen Demokratie, ohne eine Konkurrenz zwischen den Gewählten und den Nichtgewählten aufzureißen, Partizipation gestaltet werden soll. Ich will dazu in drei Sätzen sagen, wir haben also in der nicht so fern liegenden Stadt Herne, da hat unsere Governance-Plattform, die haben wir jetzt reduziert von den beiden Namen, Humboldt-Viadrina, das ist zu schwierig, jetzt sagen wir nur noch Governance-Plattform. Da haben wir in 4 Sitzungen, ganztägigen Sitzungen, sehr gut vorbereitet mit einem 30-köpfigen kommunalen Entwicklungsbeirat, den der Oberbürgermeister vorgeschlagen hat und so eingeladen hat, ein sehr gutes, kluges Papier erarbeitet darüber, wie eine Brache, eine Industriebrache, die dort jahrelang blockiert war, weil diejenigen, die die Frösche schützen wollten und diejenigen, die einen Technologiepark mit einrichten wollten, einfach nicht zusammenkamen. Da haben wir in intensiven, sehr fairen, sehr offenen Diskussionen zwischen den verschiedenen Gruppen, und da waren die Naturschützer natürlich sehr aktiv, haben wir ein Papier fertiggebracht, dass am Ende alle Beteiligten von den 30 waren, 26 zum Schluss immer dran, alle unterschrieben haben. Und es ist kein substanzloses Papier, es sind keine Gemeinplätze, sondern es ist sehr ausbuchstabiert, was die Grundidee sein soll, wie das an Kriterien gemessen werden kann, was man an Einzelpolitiken machen kann und so weiter. Und ich muss wirklich sagen, es geht, es kostet viel Arbeit, es kostet vor allen Dingen auch eine Einstellung, die Menschen ernst zu nehmen, die da sind, und auch vertrauenswürdig sich zu verhalten. Und das ist wirklich anstrengend, da muss ich auch sagen, haben meine Mitarbeiterin und auch das Team in Herne selbst beim Oberbürgermeister angesiedelt, wirklich viel geackert, denn leicht an einer Basis von Misstrauen auf kommunaler Ebene, das gibt es ja vielfach, vor allem gegenüber der Verwaltung, entsteht dann ein erneutes Misstrauen, sobald irgendwas wieder in die alte Rille geht. Und da muss man sehr aufpassen, aber ich kann nur sagen, diese Tätigkeit, viele Monate lang, Anfang November ist das dann beschlossen worden am Ende, war in all den Miseren von Ukraine-Krieg und so weiter irgendwie auch eine Tröstung, weil man feststellen konnte, hier gibt es einen Bereich, der war blockiert, ging nicht weiter, und wir haben es gemeinsam geschafft, es hinzukriegen, und alle haben festgestellt, dass ganz wichtige Sachen, nämlich wirklich freundlich, partnerschaftlich, respektvoll miteinander umzugehen, wertschätzend miteinander umzugehen, die halbe Miete ist. Dann kann man immer noch sagen, ob diese Frösche vielleicht als Biotope unbedingt notwendig sind oder ob man sie ersetzen kann als durch Biodiversität und ob neue wissenschaftliche Forschung, das war dann interessant, das kam aus der Naturgruppe, auch ermöglichen, bei Neubauten Biodiversität wieder anzulegen. Da gibt es ja dann plötzlich neue Bereiche, wo man Kompromisse finden kann und nicht nur faule. Das ist also sehr schön, da glaube ich, ist Musik drin, und wir hoffen, dass wir das vor allen Dingen jetzt auch mit 2 weiteren Projekten in Ostdeutschland machen können, wo wir ja zum Beispiel in Cottbus einen AfD-Anteil von über 30% bei der Bürgermeisterwahl hatten. Und ich sehe das nicht so, dass das alles ganz furchtbar schlimm ist, sondern dass man die gewinnen kann, wenn man sie nicht von vornherein alle in eine Ecke stellt, sondern wenn man versucht rauszukriegen, was ist deren Problem, und natürlich auch widerspricht in dem Maße, wo es menschenfeindlich und sowas ist. So, das, und jetzt kommt ein kürzerer Teil über die Frage,
wie denn eine solche Idee eines Nationalstaates, der ist ja hier abstrakt beschrieben, der ist ja nicht unabhängig irgendwo auf der Erde vorhanden, wie man das denn so stärken kann und erhalten und stärken kann, dass das auch im internationalen Geflecht sich durchführen kann. Es ist jetzt darauf aufmerksam gemacht worden, dass dieser Vortrag, das ist mir auch sehr eingebläut worden, habe ich auch gerne gehört, dass das also eine Willy-Brandt-Lecture ist und dass es auch um Willy-Brandt gehen muss und dass man das auch wiedererkennen muss in dem Vortrag. Also das ist gar nicht so schwer, denn dieser Willy-Brandt war ja nicht nur ein praktischer Politiker, sondern er hatte eine Botschaft ganz stark, dass mit seiner Nord-Süd-Kommission, also eben als er dann schon nicht mehr Bundeskanzler war, dass es notwendig ist, nicht nur um Frieden, sondern auch um die Qualität von Demokratie und demokratischen Staaten zu sichern, dass man eine Solidarität zwischen Nord und Süd praktizieren muss. Das ist sträflich vernachlässigt worden in den letzten 20, 30 Jahren und auch von der SPD, möchte ich mal ganz grundsätzlich sagen. Da ist wirklich die ganze Frage, solange Heidi da Entwicklungsministerin war, war das natürlich noch wichtig, aber danach wusste man dann schon gar nicht mehr, ob die SPD sich daran erinnert, dass ein Teil von Friedenspolitik und Sicherheitspolitik und sowas alles die Entwicklungszusammenarbeit ist. Gut, das ist also wichtig. Der Ukraine-Krieg hat uns das jetzt ganz klar vor Augen geführt, weil wir plötzlich merken, dass wir im Ukraine-Krieg, sei es zum Beispiel um die Frage der Weizenlieferung, aber überhaupt irgendwie eventuell einen Weg zu finden, diesen Irrsinn zu stoppen, dass wir da angewiesen sind auf viele Länder im globalen Süden, die keineswegs von vornherein auf unserer Seite stehen, die aber auch nicht von vornherein gegen uns stehen, aber die ihre Erfahrung auch nicht guter Art in Afrika gemacht haben mit einem arroganten Norden bis in die heutige Zeit, der vor allen Dingen in seiner Flüchtlingspolitik, Migrationspolitik, was da die EU gemacht hat, ist, finde ich, schändlich, immer eigentlich nur den amerikanischen Kontinent praktisch instrumentalisiert hat, damit die Grenzen hochziehen und die Geflüchteten nicht zu uns kommen. Ich sage das so hart und es könnte auf Sie sehr schwarz-weiß klingen, aber ich glaube, es gibt gute Gründe, das so hart anzuklagen und die Kurzsichtigkeit vor allen Dingen anzuklagen. Die jetzige Innenministerin Faeser versucht das sehr anders, im Unterschied zum Innenminister Seehofer und auch im Unterschied zu Angela Merkel, die da in dieser Sache keineswegs so engagiert war, wie das zurzeit immer noch propagiert wird. Generell kann man sagen, dass der Staat seine Bürger nur sichern und schützen kann, dass die innerstaatliche Freiheit nur erhalten werden kann, wenn dieser Nationalstaat, nicht nur dieser Deutsche jetzt zum Beispiel, auch die anderen, auf diese Qualitäten intern gucken, sondern wenn wir zugleich weltweit für diese Werte eintreten und auch andere Länder darin stärken können, dass sie das machen können. Wenn die afrikanischen Staaten immer wieder diesen Begriff auf Augenhöhe hören, aber ganz genau merken, dass die Interessenlage eigentlich eine ganz andere ist und auch die Orientierung der Politik, dann kann man das vergessen. Es ist auch nicht so, dass es nicht korrupte afrikanische Regierungen gibt, das ist auch ganz klar. Aber der entscheidende Punkt ist, dass wir begreifen müssen, dass wir nicht autark sind, dass wir nicht sagen können, uns geht's prima und die anderen, die interessieren nicht so, sondern dass wir in dem Verfolg unserer eigenen Interessen in Bezug auf einen guten Staat, eine gute Lebensweise angewiesen sind, dass auch im internationalen Kontext zu verfolgen. Es geht nicht nur nach innen, wir müssen das auch nach außen machen. Und das war die Perspektive Willy Brandts ganz stark. Das hat er uns allen immer wieder mitgeteilt. Wir haben in Deutschland vor Putins kriminellem Angriff auf die Ukraine vor allem an unseren deutschen Staat gedacht, allenfalls an Europa, aber nicht an die Staaten in Afrika, Asien und Lateinamerika. Da gab es Geschäftsinteressen. Und wenn ich mir bedenke, dass die deutsch-brasilianischen Unternehmen und auch die deutsch-brasilianische Handelskammer vor den Wahlen, weil es dem Unternehmen gut tat, für Bolsonaro sich ausgesprochen hat, da kann ich nur sagen, wie viel Borniertheit gibt es denn? Das ist selbst nur, wenn man nur denkt, wie es denn weitergeht mit diesem Urwald, was damit abgeholzt wird, dann schneidet man sich sozusagen die eigene Basis ab. Das alles sind solche provinziellen
auch systematisch provinziellen, also ökonomisch provinziellen Vorstellungen, dass das dem Staat mit seinen Aufgaben, wie wir sie eben kurz genannt haben, völlig zuwider ist und ihm den Boden unter den Füßen entzieht. Wenn wir nicht weltweit zu rechtlich und friedlich geregelten Verhältnissen kommen, werden wir sie auch intern in unserem Staat nicht sichern können. Die verallgemeinernde Forderung heißt also, der deutsche Staat und überhaupt die demokratischen Staaten der Gegenwart können ihre Aufgaben nicht als Isolierte erfüllen. Das haben wir in Deutschland lange nicht beachtet und gedacht, wir brauchen die anderen nicht. Inzwischen sind die demokratischen Staaten weltweit in die Minderheit geraten. Das muss man sich ganz klar machen. Wir sind nicht mehr die Mehrheit. Nur in der Einbettung in eine überzeugt demokratische EU und in freiwilliger Solidarität und Kooperation mit demokratischen Verbündeten weltweit haben wir die Chance für einen demokratischen nationalen Staat. Das hat auch Willy Brandt sehr deutlich gemacht. Dabei heißt es nicht, dass wir nur mit lupenreinen Demokratien kooperieren können, sondern das ist ja auch eine sehr gute Strategie, die Olaf Scholz, dem immer vorgeworfen wird, dass er nur im Klein-Klein ist. Der ist keineswegs nur im Klein-Klein, er kann es nur nicht so zündend erzählen in der Öffentlichkeit, aber er hat durchaus denkt durchaus in großen und historischen und globalen Zusammenhängen und er hat das ja schon mit Afrika und auch mit Asien angefangen. Es ist wichtig auch, dass wir dabei bedenken, dass die Wirtschaft nur gut funktioniert, wenn wir unsere eigene, wenn wir diese Balance, von der ich vorhin schon gesprochen habe, von Souveränität und Kooperation halten. Das wird jetzt überall diskutiert. Wie machen wir das mit Russland? Wie machen wir das mit China? Wie machen wir das mit diesen halbdemokratischen Staaten? Was da in Südafrika passiert, ist ja auch nicht immer das Gelbe vom Ei. Das muss man alles sehen. Man muss nicht blauäugig sein, um eine solche Strategie zu verfolgen, die da heißt, wir müssen versuchen, so viele Kooperationen, und zwar auch echte und nicht einfach interessenmäßig instrumentalisierte Kooperationen mit den Ländern des globalen Südens und auch Ostasien zu haben, wie möglich, um uns auch darüber zu verständigen, was unsere Interessen sind, auch was deren Interessen sind, um das auch zu verstehen und nicht nur einfach unsere Bilder davon zu haben, um unseren Staat, so wie wir ihn jetzt eben beschrieben haben, stärken und weiterentwickeln zu können. Wir brauchen ein Völkerrecht, eine Anerkennung des Rechts. Wir brauchen das, was man immer regelbasierte Weltordnung nennt. Das ist so ein bisschen so ein Wort, wo ich immer zusammenzucke, weil das wirkt so wie, Mensch, ärgere dich nicht, solche Regeln. Das ist es ja nicht. Es sind ja schon auch Regeln, die nicht nur Regeln sind, sondern auch auf substanzielle Werte und Menschenrechte und sowas zurückgehen. Aber es gibt natürlich trotzdem auch, wenn es um die internationale Sicherung der ökonomischen Situation von Staaten geht, auch durchaus andere Demokratien, wie zum Beispiel die USA, mit denen wir nicht immer interessenmäßig und sonst einer Meinung sind. Akut ist das sehr deutlich, weil das, was Biden gemacht hat mit seinem Inflation Reduction Act, einerseits für die Klimapolitik sehr gut ist und eigentlich auch dafür sehr gut ist, seine Wirtschaft anzukurbeln, damit Trump da nicht zu viele Punkte machen kann, aber es ist eine protektionistische Politik de facto. Und da geht es dann eben darum, dass wir auch im internationalen Bereich, aber da kann man appellieren im Unterschied zu Putin, gemeinsamen Nenner findet und auch an die Einsicht appelliert, dass der Schutz der heimischen Wirtschaft, wir alle wollen dann auch immer Industriepolitik machen, ist ja eigentlich auch immer was Protektionistisches, dass dieser Schutz wichtig ist, aber dass wir ihn nicht so zerstören dürfen, dass eine faire, ein Level Playing Field, eine faire weltwirtschaftliche Konkurrenz, die gehört ja dahin, nicht mehr stattfinden kann. Also hier müssen wir auch mit demokratischen Partnern, auf die es uns ankommen muss, gut zusammenkommen. Wir haben übrigens in der Grundwertekommission ein Papier geschrieben, nach langen, heftigen Diskussionen im April veröffentlicht, das lege ich Ihnen auch allen ans Herz, das heißt, wofür steht der Westen? Es ging darum, nach dem Abzug von Afghanistan zu gucken, ist das jetzt alles für die Tonne oder gibt es was im Westen, was uns weiter bindet und verbindet?
trotz aller Widersprüche, trotz Kolonialismus, trotz offenen Augen gegenüber dem, was da alles widersprüchlich geschehen ist. Und wir sind dazu gekommen, dass es das gibt, aber nicht jetzt geografisch einfach, sondern überall dort, wo die Governance-Form und die Werte des Westens praktiziert werden, ist gleichsam diese Kultur, die eben nicht nur individuell ethische, sondern auch politische Kultur ist, des Westens, wird sie praktiziert und dort, dafür stehen wir auch ein. Und das ist eine sehr wichtige Sache und deswegen glaube ich, ist es sehr notwendig, innerhalb des Westens die Schwierigkeiten zu sehen, auch Konflikte einzugehen. Und wir haben jetzt gerade gemerkt, also wer ja da immer etwas konfliktfreudig ist, ist Macron. Und er scheint ja nicht ganz erfolglos gewesen zu sein mit seinen Positionen gegenüber Joe Biden, dass er sich sagt, also pass mal auf, du willst Industriepolitik machen, ich will auch Industriepolitik machen, müssen wir uns irgendwie einigen. Natürlich ist ein kleineres Land, dieses Frankreich, und es ist ein großes Land, die USA, aber es gibt gemeinsame Interessen. Und der Unterschied, auch in unserer Formulierung, ist, dass wir jetzt nicht in der Grundwertekommission von einer Allianz von Demokratien sprechen. Das könnte einen etwas exklusiven Charakter haben und dass dann nur so die wirklich total gut oder keine Demokratie funktioniert ja wirklich so richtig gut, aber nur die sicheren Demokratien zusammennehmen, während wir von einer Kooperation von Demokratien sprechen. Das ist offener und da können wir so viel wie möglich einladen, ohne dass wir unsere Maßstäbe aufgeben. Ja, und auch wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass wir die Handelsabkommen wieder angehen. Und dabei hat sich schon bei dem zwischenzeitlich beiseite gelegten TTIP-Abkommen mit den USA herausgestellt, dass diese Abkommen nicht einfach Handelsabkommen sind, um den Handel zu erleichtern, sondern dass sie eigentlich eine globale Handelsstruktur bezeichnen, wo politische Sachen wie Klima und Mitbestimmung und ILO-Regeln und sowas alles mit drin sind. Das heißt, das macht die Sache natürlich schwieriger. Auch die Frage der Gerichtsbarkeiten der Exterritorialen. Also diese Handelsabkommen werden, glaube ich, wieder wichtiger und es wird wichtig sein, auch mit Lateinamerika, mit Mercosur, über CETA hinaus, auch vielleicht mit den Vereinigten Staaten, TTIP, diese Punkte, die wir in der SPD nicht sehr offen diskutiert haben. Wir haben da einen echten Konflikt zwischen Sigmar Gabriel und der Grundwertekommission gehabt, obwohl wir, finde ich, wirklich gut argumentiert haben und gesagt haben, was wir mit diesem TTIP wollen, und das war kritisch, aber das schmeckte Sigmar Gabriel nicht. Er hat mir nicht mal die Hand zur Begrüßung gegeben, als er kam. So sauer war er, aber jetzt gibt er mir wieder die Hand. Man muss da nur Geduld haben. Und deswegen ist diese Handelsabkommen sind eine wichtige Sache, auch als Teil von Staat. Ja, denn sie sind Voraussetzung dafür, dass die innerstaatlichen Mitbestimmungsregelungen, die innerstaatlichen Klimaregelungen, alle diese Regelungen auch global durchgehalten werden. Wenn also die im deutschen innerstaatlichen Bereich Errungenschaften wie Sozialpartnerschaft, Mitbestimmung nicht beeinträchtigt werden sollen, dann müssen wir das auch in der globalisierten Wirtschaft und in Handelsabkommen sichern. Also wir sehen, der heutige demokratische Staat lässt sich nicht mehr allein nationalstaatlich gestalten. Er ist angewiesen auf eine internationale Zusammenarbeit und Einbettung, in der sich innerstaatliche Regelungen, etwa des Rechts, der Mitbestimmung, des Klimaschutzes, der ökonomischen Prosperität, der Sozialsicherung wiederfinden. Die aktuell wichtigste Leitlinie gegenwärtigen und zukünftiger Politik sind die ebenfalls von Willy Brandt, aber auch natürlich Gro Harlem Brundtland formulierten Ziele nachhaltiger Entwicklung, an denen sich auch heute sehr viele und zunehmend viele auch im ganz dezentralen Bereich in Kommunen ausrichten. Man kann ja einerseits sagen, solche modischen Formulierungen wie Nachhaltigkeit, die noch dazu rein formal sind, sind eigentlich taugen nichts. Aber ich bin da anderer Meinung. Es sind Referenzbegriffe, die man ausfüllen muss, aber die immerhin so weit anerkannt sind, dass man dann auch darüber streiten kann, was gehört denn dazu. Man hat eine gemeinsame Basis und das ist eine ganze Menge wert. Also deswegen glaube ich, dass die Staatsdefinition innerstaatlich und international sich durchaus an diese Nachhaltigkeitsziele
binden sollte und dass die Zusammenarbeit zwischen den Staaten ebenso wie die transnationale Kooperation auch mit Nichtregierungsorganisationen, am besten in Multi-Stakeholder-Konstellationen und mit Unternehmen, wie das ja im Global Compact auch von Kofi Annan sehr weit getrieben worden ist, dass das einen guten Start über die nationalstaatlichen Grenzen hinweg begünstigen kann, stärken kann. Also mit anderen Worten, das ist jetzt nicht Innenpolitik, wie wir das mal gemacht haben, als ich anfing zu studieren. Da hieß es Innenpolitik, Außenpolitik und vielleicht auch noch vergleichende Lehre. Das ist nicht mehr. Dann müssen wir immerfort Innen- und Außenpolitik und auch gesellschaftliche Akteure und öffentlich legitimierte Akteure zusammen sehen. Ist ein bisschen weniger übersichtlich, aber dafür realitätstüchtiger. Und das muss man dann schon das Opfer bringen, da ein bisschen mehr nachzudenken und es sich unbequem zu machen. Staat spielt heute auf verschiedenen Ebenen, spielt sich auf verschiedenen Ebenen ab, auf denen wir, die wir gewohnt sind, auf den nationalen Parlamente und Regierung, aber auch mit zunehmender Bedeutung auf der Ebene der Länder und der Kommunen. Nicht rechtlich bis jetzt, aber das ist etwas, was faktisch das Theater ist und da müssen wir auch ran. Zugleich aber gibt es transnationale Kooperationen und Netzwerke, die zur Stabilisierung demokratischer Staaten immer unverzichtbarer werden. Öffentliche Güter und öffentliche Verantwortung werden immer wichtiger. Zu ihnen müssen und können alle Bürgerinnen und Bürger ihren Beitrag leisten, damit sie gelingen. Davon, so meine ich, hängen Frieden und Entwicklung ab, auf die alle Menschen guten Willens, so viel an vorweihnachtlichem Appell soll schon sein, doch bauen. Schönen Dank. Also ich bleibe jetzt einfach, weil es noch so ein bisschen Diskussion geben soll. Ne? Ja, ich habe die ganze Zeit geguckt, aber ich glaube, ich bin ungefähr in der Zeit, nur ungefähr. Oh. Frank, da hinten hast du auch gesehen, ja? Frank, da war auch noch. Mikro, was soll man machen? Es kommt da. Mhm. Ja, was Sie über den Staat gesagt haben, werden wir alle unterschreiben können und sind auch damit einverstanden. Nur die Frage ist, ist das unsere Wirklichkeit? Die Demokratie, der Staat ist ja gefährdet in vielerlei Hinsicht. Nehmen wir nur die Lobby, die Politik bei uns in Berlin bestimmt. Wer weiß schon, dass in Brüssel viele tausend Mitarbeiter der Wirtschaftsorganisationen die Ministerräte vorbereiten. Und wenn Sie die Handelsverträge nun erwähnen, da hat sich ja eigentlich oberhalb der Demokratien, der nationalen Demokratien, ja, ein neuer Staat gebildet, ein neues Recht der multinationalen Unternehmen, die regulatorische Zusammenarbeit. Das hat nichts mit Demokratie mehr zu tun, nicht? Und Sie sehen ja gerade die Diskussion, soll man aus dem Energiekartenvertrag aussteigen? Und CETA ist leider gerade von den Grünen auch akzeptiert worden, von der Bundesregierung, obwohl da eben auch Investorenschutz, alles oberhalb der demokratischen Institutionen nun eingerichtet wird. Das sind Bedrohungen, damit müssen wir fertig werden. Ich glaube, ich sammle mal, sonst rede ich zu lange und dann können wir mehr unterkriegen. Da hinten war auch eine Frage, hast du gesehen, Frank? Guten Abend. Du hast von Staat gesprochen. Wenn ich hier in Bonn sitze, glaube ich, haben wir schon ein anderes Verständnis von Staat, als wenn ich nach Frankreich gehe und noch stärker, wenn ich in die Vereinigten Staaten gehe. Und somit ist schon da, fängt ja schon die Diskrepanz des Verstehens eigentlich an. Und wenn ich dann mich mit Menschen aus diesen Ländern unterhalte, dann muss ich erstmal deren historischen Hintergrund verstehen, wie die überhaupt Staat verstehen, um dann auf eine ähnliche Ebene zu kommen. Da sehe ich immer eine große Gefahr, wenn wir in Europa oder auch noch darüber hinaus transatlantisch sagen, ja, wir sind alles Demokratien, das ist die Basis, aber danach kommt schon sehr viel Differenzierung.
ist mein Eindruck und da wüsste ich gern deinen. Dankeschön. Eine dritte, ich habe nämlich keinen Kugelschreiber. Kannst du mir einen Kugelschreiber bringen, dann kann ich besser mitschreiben. Aber hier. Ja, ja, ich bedanke mich. Mhm. Ja, Sie haben einerseits betont, die Ablehnung des Neoliberalismus betont, den investierenden Staat relativ stark betont in dem ersten Hauptteil Ihres Vortrags und andererseits aber auch herausgestellt, dass Sie für die Anerkennung des EU-Rechts und auch der Freihandelsabkommen sind. Sehen Sie da nicht auch ein Spannungsverhältnis, wenn nicht gar einen Widerspruch zueinander? Denn gerade innerhalb des EU-Rechts und mit den Freihandelsabkommen wird ja unter dem Argument der Marktverzerrung oft der investierende Staat gerade verhindert und eben auch wieder mit neoliberalen Argumenten verhindert. Dementsprechend würde ich da tatsächlich ein Spannungsverhältnis, wenn nicht einen Widerspruch sehen. Und mich würde interessieren, ob Sie da zustimmen und das auch so sehen. Dieser junge Mann hatte sich da schon lange gemeldet und mein Gerechtigkeitsgefühl sagt, jetzt muss er rankommen. Gut, meine Frage richtet sich an die beziehungsweise betrifft die Resilienz der demokratischen Gesellschaft, welche Sie angesprochen haben. Und meine Frage wäre, ob diese Resilienz und die Gewährleistung vor allem äußerer Sicherheit durch den Staat am Ende auch in einer Wehrpflicht münden könnte, was ja zumindest in letzter Konsequenz daraus resultieren könnte, so wie ich das begreife. Und meine zweite Frage wäre zur Sicherung dieser Demokratie vor allem durch außenpolitisches Eintreten. Braucht es da nicht auch eine starke Europäische Union und ein verstärktes Vorgehen auf europäischer Ebene, ein gemeinsames außenpolitisches Vorgehen der europäischen Staaten, um wirkungsvoll eben gegen die Einflüsse von Wladimir Putin und Xi Jinping eine für Demokratie als solche eintreten zu können, eben um auch die Demokratie in Europa selber zu sichern. Ja, danke. Das waren jetzt 4 Punkte und ich will versuchen, knapp, aber doch Antworten zu geben. Ja. Ich habe ja gleich am Anfang gesagt, wovon ich spreche, ist jetzt keine wertfreie empirische Analyse, sondern es ist immer, wenn ich von Staat spreche, eine Wertung dabei. Und damit kriegt das, was ich da zeichne, eine Art Qualität eines Idealstaates. Aber ich behaupte, dass das, was ich da zeichne, in Ansätzen auch da ist, dass es auch deswegen dienen kann, als eine Folie, das, was empirisch dagegen steht, zu kritisieren und zu verändern. Aus dieser Situation kommen wir nicht raus. Es gibt an keiner Stelle irgendeine sachliche Situation, die nicht sehr defizitär wäre. Das muss man schon sagen. Und ich glaube, das muss man klar machen und immerhin, also ich glaube, dass ich von dieser Wertung, das glaube ich nicht nur, das weiß ich, gesprochen habe, aber es ist mir ganz klar, wie das und auch zum Teil aus logisch-systematischen Gründen, also nicht zufällig, da viele Defizite sind. Und da gibt es unendlich viele Punkte, das gehörte mit zu den Problemen, die ich empfunden habe, als ich mich an diese Lecture gemacht habe, weil ich dachte, du kannst eigentlich nie irgendwas sagen, ohne nicht auch gleich das Gegenteil wieder zu behaupten. Aber das ist auch nicht so spaßig auf die Dauer. Und man muss ja in irgendeiner Weise da eine Kohärenz reinbringen. Ja, aber es stimmt so. Das ist eine Folie, anhand derer man immer wieder auch messen muss, was da ist. Verschiedene, ja, das ist der zweite Punkt. Ich sage ja, man kann ja wahnsinnig werden, wenn man von Staat spricht. Das ist in jedem Land verschieden. Auch Polen hat ein ganz anderes Verständnis von Staat. Es ist oft ganz historisch begründet. Und gerade wenn man die dezentralen sogenannten germanischen Freiheiten, wie die Franzosen das in Deutschland gesehen haben, betrachtet, im Unterschied zum zentralistischen Staat in Frankreich, wird das ganz offenkundig.
Es bleibt dabei gar nichts anderes übrig. Also erstens, im Britischen sagt man ja deswegen auch nicht State eigentlich, sondern man sagt Governance dazu. Das haben wir ausführlich miteinander im Studium besprochen, unter dem Einfluss unserer in die Immigration gegangenen und wieder zurückgekommenen Hochschullehrer, die das uns versucht haben, deutlich zu machen, dass es sich bis ins Vokabular unterscheidet. Aber in all diesen Sachen, der Europäische Gerichtshof hat damit natürlich auch wahnsinnig zu tun, allein schon Worte zu finden, die für alle irgendwie passen, bleibt nichts anderes, als sich das immer wieder gegenseitig klarzumachen und ein Verständnis zu entwickeln. Deswegen denke ich auch, dass so etwas, so eine Lecture über den Staat nur ehrlich geschehen kann als ein fast fortdauernder Kommunikationsprozess. Also wenn wir das jetzt hier machen in der Aula, dann unterhalten wir uns darüber, aber eigentlich geht es zumindest in meinem Kopf immer weiter und die Einwände kann man sehen und beherzigen und kann man dann auch versuchen, an anderer Stelle wieder irgendwie zu beantworten. Es gibt da keine in Stein gemeißelten Aussagen, aber es ist ganz klar und das sehen wir dann auch, wie schwer sich Biden tut, zum Beispiel Unionsprogramme in Sachen Gesundheit oder Sozialstaat oder so, zumindest bei dem eher konservativ-republikanischen Publikum anzubringen, dass da ein ganz anderes Verständnis von Staat ist. Allerdings ist ja interessant, dass doch viele der anderen Populationen jetzt nicht notwendig zu den Demokraten gehen. Wir haben gerade gesehen, in Miami, also in Florida, da gibt es auch Latinos, die jetzt neuerdings für Trump schwärmen. Auch das ist alles empirisch gemischt. Aber dass diejenigen, die eben an der unteren, in den unteren Bereichen der Gesellschaft in dem Sinne leben, wo sie staatliche Unterstützung brauchen, dass die dann so ein ganz libertäres Staatsverständnis eigentlich nicht mehr teilen. Das ist wahrscheinlich, könnte sein, dass das auch in Europa, in Amerika mit der veränderten Gesellschaft sich ändert. Ja, natürlich, also die EU auch, habe ich nur kurz gestreift. Ja, wir können alle hoffen, dass mehr und mehr die Europäische Union zu gemeinsamen, auch internationalpolitischen, außenpolitisch ist dann eigentlich nicht mehr der richtige Begriff, es ist ja nicht die Außenseite eines nationalen Staates, internationalen Politiken kommen. Der Außenbeauftragte, der Spanische, hat das ja auch, alle versuchen das immer, Mogherini hat es auch versucht. Die Nationalstaaten tun sich schwer, diesen Bereich zu kommunalisieren im Sinne der EU. Aber, Moment, hier war das irgendwo nicht, die EU, ja da. Aber es ist dringend nötig, geht aber auch, glaube ich, nur von unten. Also, und wenn man dann jemanden wie Orban dabei hat, dann funkt der da eben rein. Aber selbst Serbien ist schwierig. Also dieser ganze Bereich, Serbien gehört nicht zur EU, aber der Bereich auf dem Balkan ist es nicht so ganz einfach, denn da hat Russland schon ganz schön Fuß gefasst mit verschiedenen auch finanziellen Möglichkeiten und deswegen ist es trotzdem notwendig. Das ist auch ein Beispiel dafür, wie ein Verlust von Souveränität, von national einzelstaatlicher Souveränität zu einem Gewinn führen kann, wenn man in Gemeinsamkeit mit anderen dann eine Linie, zu denen man sich verständigt hat, verfolgen kann. So sehe ich das. Resilienz der Gesellschaft. Also ich habe jetzt nicht genau verstanden, warum die Resilienz der Gesellschaft, und damit meine ich die Resilienz gegen antidemokratische Positionen, Handlungen und Parolen, zur Wehrpflicht, wenn ich sie akustisch richtig verstanden habe, führen soll. Also die sogenannte wehrhafte Demokratie, da ging es eigentlich auch nicht um die Wehrpflicht, sondern da ging es darum, dass man gegenüber damals totalitären Positionen, die Grundposition der Demokratie vertrat. Ich verstehe unter einem resilienten Staat, einer resilienten Demokratie, ein Gemeinwesen, in dem es sehr viele, sehr aufgeklärte Bürgerinnen und Bürger gibt. Denn es geht eben darum, diese Resilienz des Gemeinwesens ist nicht zu bekommen, wenn man gleichsam Untertanen hat in dieser Gesellschaft, die nicht alleine nachdenken, die nicht alleine auf schwierige Situationen reagieren können. Ich habe
in der letzten Zeit öfter, was ich nie früher getan habe, Artikel gelesen über russische Strategie und ukrainische Strategie. Ich komme aus einem total pazifistischen Hause und das war sozusagen nicht meine Lektüre. Aber was ich interessant fand, war, dass die Führungsstile in der ukrainischen Armee und in der russischen völlig verschieden sind. Dass die russischen Führungsstile noch total top-down sind. Und eine Abgehobenheit der Offiziere sind, während die ukrainische Strategie offensichtlich ganz bewusst sehr dezentral ausgerichtet ist und auf das Urteilsvermögen und die Entscheidungsfähigkeit kleiner Einheiten setzt. Und das empfinde ich als eine Frage der Resilienz, ja? Eine Fähigkeit, eigenständig auf Herausforderungen zu reagieren und nicht nur abzuwarten, auf das, was da von oben kommt. Ja, das mit den verstärkten EU, das habe ich eben schon gesagt. Damit habe ich jetzt für mich die Punkte abgehandelt. Gibt es noch was, was ich vergessen habe? Scheint nicht der Fall zu sein, liebe Gesine. Jetzt möchte ich erstmal einen kräftigen Applaus herausfordern. Danke. Das ist aber echte Manipulation, was du jetzt machst. Der manipuliert. Für den glänzenden Vortrag und auch die Beiträge in der anschließenden Diskussion. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Kommen und ich empfehle Ihnen die weiteren Vorträge unserer Reihe. In der nächsten Woche, nächsten Dienstag geht es weiter, dann schon ab 18 Uhr mit einem Vortrag von Professor Alistair Roberts aus den USA zum Thema Superstates and Strategies for Governance. Also kommen Sie alle wieder. Gesine, nochmal ganz herzlichen Dank. Yeah.